Es geht weiter, liebe Zuschauer, im Programm und wir kommen zu einem sehr wichtigen Thema, denn wir kümmern uns jetzt um Ihr Auto beziehungsweise um das Zubehör in Ihrem Auto, denn da gibt es einige tolle Artikel, die auch ich vorher nicht kannte und sehr begeistert bin, wie einfach es doch geht, dass man mal in seinem Auto ein bisschen mehr Sicherheit bekommt und auch mal nachschaut, geht es dem Auto denn gut? Ich bin nicht alleine, der Ralf ist da. Ja, wir haben zwei wunderbare Zubehörteile. Ja. Beginnen tun wir mit OBD2. Ja. Onboard Diagnostik, das ist die Abkürzung, und 2 ist die zweite Generation. Und das ist so denkbar einfach, OBD2. Hier haben wir ein Gerät, das stecke ich ein an den OBD2-Stecker, wo der sich befindet, finden Sie im Handbuch. Meistens ist er links unterhalb vom Lenkrad, da ist ein Sicherungskasten und da ist auch der Stecker. Der ist übrigens seit 2001 gezwungenermaßen, weil es Pflicht ist, in jedem Benzinauto und seit 2004 in jedem Dieselauto. Mhm. Seit 96 gibt es diese Technik OBD2 und jetzt steckst du einfach mal ein. Und jetzt kannst du Telemetriedaten und alle anderen Daten deines Autos mal selber auslesen. Ja. Wir kennen das, wenn du in die Werkstatt fährst, wird als allererstes dein Auto an so ein Gerät angeschlossen. Genau. Ist dann natürlich größer, mit dem Laptop verbunden, sieht ganz, ganz wichtig aus, aber im Prinzip machen die nichts anderes. Genau das Gleiche, ja. Und jetzt hast du zum Beispiel immer wiederkehrende Fehlermeldungen. Ich sage jetzt nur Airbag-Kontrollleuchte zum Beispiel. Das ist ein häufiger Fehler. Und dann warst du schon 3-4 Mal in der Werkstatt und die sagen, ja, ist nur ein Defekt an der Leuchte, dass die leuchtet, nicht der Airbag ist kaputt. Ja, du musst aber jedes Mal um dieses Licht, diese Fehlermeldung zu löschen, musst du in die Werkstatt fahren, weil nur die können das. Es sei denn, du hast eben so ein OBD2-Gerät. Damit kannst du Fehler auslesen und auch löschen. Ja. Also du kannst einfach mal schauen, was ist mit dem Auto los. Du kannst auch Drehzahlen messen, ähnliches. Und Strom kriegt er übrigens direkt vom Auto. Mhm. Also du hast hier keine externe Stromquelle, sondern einfach mit dem OBD2-Stecker, das ist der hier einstecken und sofort ist es betriebsbereit. Und ganz einfach, hier haben wir Enter, hier haben wir Ausgang, hier haben wir Blättern hoch und runter. Das, was du dann im Display siehst. Ich würde den auch mitnehmen, zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade mal bei irgendwo auf einem Gebrauchtwarenmarkt einen Gebrauchtwagen Punkt. Kaufen will. Ja. Da würde ich das einfach mal einstecken und mal schauen. Jetzt beim Händler meines Vertrauens brauche ich das nicht unbedingt, klar. Aber wenn ich, es gibt ja so große Märkte und da weiß man nie. Gibt es, ja, es gerade gibt immer bei schwarze Gebrauchtwagen. Schafe. Ja, da muss man nicht immer leider sicher sein, dass man da genau das kauft, was man möchte. Da kann es sein, dass man ein bisschen was vorenthalten bekommt. Wenn Sie aber so ein tolles OBD2-Diagnosegerät mit haben, dann können Sie das anstecken und gucken, wird mir hier alles erzählt, wird mir hier was vorenthalten und dann eben sicher sein, dass man nicht die Katze im Sack kauft. Auch die Fragestellnummer kann ich auslesen, das ist auch wichtig, weil da gibt es, wie gesagt, schwarze Schafe. Jetzt wichtig ist, wenn ich hier eine Fehlermeldung habe, egal was, und ich lösche sie, habe ich den Fehler nicht behoben. Das muss man wissen. Das muss man also, wissen. Wenn irgendwas Größeres ist, muss ich natürlich in die Werkstatt. Aber ich kann vorher mal nachschauen, was ist denn der Fehler? Ja. Was zeigt mir das Diagnosegerät an? Und dann kann ich auch meine Werkstatt ein klein wenig kontrollieren. Ja, hast du das mitgekriegt mit Manuel vor 2 Tagen? Nein, das war auch ein bisschen eine ärgerliche Situation. Unser lieber Kollege, der Manuel, der hat, ist mit dem Auto nach Hause gefahren, plötzlich blieb das Auto stehen. Ja. Wenn das Auto stehen bleibt, dann denkt man ja meistens, wahrscheinlich ist es die Batterie. Weiß man das? Weiß man nicht. Jetzt könnte man einen Kollegen anrufen und sagen, bring mal so ein Überbrückungskabel mit, das ist bestimmt die Batterie. Mhm. Jetzt kommt er mit dem Überbrückungskabel, vielleicht war es aber gar nicht das. Hätte er jetzt ein OBD2-Diagnosegerät dabei gehabt, hätte er ja direkt sagen können, das und das ist passiert. Hat er nicht gehabt, er hat dann die gelben Engel gerufen und die kamen, hat er erzählt, sofort mit dem Diagnosegerät angesteckt und es war nicht die Batterie, es war, glaube ich, das Getriebe. Und so haben die dann in 2 Sekunden ermittelt, um was es überhaupt geht. Sie können das jetzt aber selbst tun. Und dann braucht gar keiner mehr kommen im Überbrückungskabel, weil dann weiß man, okay, es liegt an was anderem. Es ist eine super Zeitersparnis und einfach mal so ein Sicherheitsfaktor, ich guck mal nach, ist alles okay. Muss ich zur Werkstatt oder muss ich nicht, ne? Richtig, auch das eben. Kontrolle, einfach mal schauen, auch schauen, ob die Werksangaben zum Beispiel stimmen. Das kann ich hier auch mal messen und eben alles überprüfen und das jetzt mal selber für mich zu Hause. Und das ist nicht nur für den Kfz-Mechaniker wichtig, sondern das kann auch mal jeder, der ein bisschen so ein bisschen autoaffin ist, für den ist dieses OBD2-Diagnosegerät ein unbedingtes Muss. 37,91 Euro, liebe Zuschauer, mit der PX 8484 und
der 569 zu bestellen. Und dann können Sie auch, wenn Sie in die Autowerkstatt müssen danach, einfach sagen, ich weiß ganz genau, was mit meinem Auto nicht stimmt. Und das erspart dann auch noch mal einige Kosten. Ja, die werden dich fragen, oh, sind Sie vom Fach? Genau. Kannst du sagen, ja, ja, das ist selbstverständlich, weil mein Diagnosegerät zeigt mir an, was der Fehler ist. So, jetzt haben wir von zwei Produkten gesprochen, jetzt sprechen wir vom zweiten. OBD2 legen wir mal zur Seite, das haben wir ja jetzt. Haben wir schon und bestellt? Hier haben wir jetzt eine sogenannte Dashcam. Und die ist immer mehr im Kommen in Deutschland. Ja. Nochmal für alle, die es nicht kennen, warum Dashcam? Dash ist die Abkürzung von Dashboard, also das Armaturenbrett, Cam von Kamera. Also eigentlich Armaturenbrett-Kamera, obwohl man sie an der Windschutzscheibe anbringt. Und damit kannst du jetzt wirklich unglaublich tolle Aufnahmen machen, nämlich hier in Full-HD-Qualität einfach mal deine Fahrtstrecke dokumentieren. Und das ist mal, also es ist richtig schön, wenn du mal einen Wochenendausflug machst in die Berge, irgendwo vielleicht bei uns um den Bodensee rum, da gibt es so tolle Sachen. Oder wenn du nur mal durch Salem durchfährst, ist auch am Bodensee, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. So viele Sehenswürdigkeiten. Und die gibt es ja überall in Deutschland und überall auf der Welt. Aber du kannst dich als Fahrer nicht darauf konzentrieren. Das stimmt. Man sollte sich auf die Straße konzentrieren. Sollte man unbedingt machen, richtig, genau. Und vor allem, du kannst ja das auch gar nicht alles merken. Und später kannst du es dann einfach nochmal zu Hause alles in aller Ruhe anschauen. Das ist die romantische Seite, aber der Sicherheitsaspekt ist hier natürlich auch noch wichtig. Und hier haben wir verschiedene Optionen, die wirklich wunderbar sind. Erstmal GPS. Das heißt also, du wirst mit deinem Auto immer geortet. Deine Route wird positioniert. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht wenn mal was passiert, dann kannst du später genau nachweisen, wo du wann warst, mit Datum, Uhrzeit, Ort und die Geschwindigkeit, die du hattest. Oh, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das gibt es oft bei Unfällen, dass man sagt, ja, aber der war viel zu schnell. Ich war zwar schuld, aber der war zu schnell. Genau. Gucken Sie mal. Ja? Ja. Dann kannst du das fast nicht nachweisen. Hier kannst du es also wirklich auf den Kilometer genau. Ja. Wir haben ja beim Tacho eine Toleranz, die hast du bei GPS nicht. GPS misst dich genau, wie schnell du fährst. Und das ist unten, wenn du das willst, eingeblendet mit Datumsstempel, so und so schnell. Und wenn jetzt Zone 30 angenommen, ja, da ist Zone 30, ist eigentlich fast immer rechts vor links. Jetzt kommt einer von links, du fährst ihm rein, also er achtet deine Vorfahrt nicht, dann sagt er, ja schon, aber der war mindestens 60 Kilometer schnell. Durch ABS gibt es keine Bremsspuren mehr. Es wird richtig teuer, hier jetzt einen Kfz-Sachverständigen einzubeziehen. Klar. Brauchst du alles nicht, wenn du das mit der Kamera gefilmt hast, weil du hast dann natürlich die Möglichkeit, in dem Film zu zeigen, so ist es passiert, ich bin von mir aus 31 gefahren. Ja. Und dann hast du sofort Beweismittel. Auch die Anbringung finde ich sensationell. Hier schauen wir uns das mal an. Das ist übrigens der GPS-Sensor. Ja, hier ist der Bildschirm, den du innen siehst. Und hier mit dieser Fläche gehst du jetzt einfach auf die Windschutzscheibe. Das ist hier so ein flacher Punkt. Und jetzt drehen wir hier. Und dadurch wird noch so ein Saugnapf eingesetzt. Und jetzt hält das bombensicher. Ja. Siehst du, jetzt wird eher der Tisch umfliegen. Das sieht man jetzt, als dass ich die Kamera wegbekäme. Nur mit Saugnapf, das kennt man von früher, von den ersten Navis. Dann hält das eine Weile. Du machst es feucht, aber irgendwann beim zweiten Schlagloch spätestens liegt es unten. Passiert hier absolut nicht mehr. Das ist bombensicher, solange du das eingerastet hast. Dann einschalten. Und du hast hier verschiedene Modi. Du kannst eine Dauer Aufnahme machen. Du kannst das sogar so steuern, dass mit dem Zünden also mit dem Anlassen des Autos, dass dein Auto, dass deine Kamera läuft. Ja. Du hast aber auch eine Bewegungsüberwachung. Ja. Du kannst diese Kamera also auch als Überwachungskamera nutzen. Ja. Sobald eine Bewegung passiert, startet sie die Aufnahme. Automatisch. Auch das ist möglich, wenn du ein Auto jetzt zum Beispiel in einem komischen Gebiet geparkt hast und einfach mal schauen willst, nicht, dass jemand dran fährt oder randaliert oder ähnliches, kannst du das hier überwachen. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, Daueraufnahme. Das heißt, du machst hier eine Micro-SD bis 32 GB rein und wenn die voll geschrieben ist, dann fängt es wieder an, die alten Daten zu überschreiben. Ja. So, da hast du immer wieder Aufnahmen, es sei denn, es passiert was. Dann haben wir einen G-Sensor, der merkt es, also Vollbremsungen, unglaublich starke Beschleunigungen oder dann natürlich Unfälle. Und dann sichert er diesen Abschnitt, wenn sowas passiert, die sichert er wie eine Blackbox und zwar 10 Minuten lang, also auf die Länge, Filmlänge von 10 Minuten. Und du kannst das nicht mehr aus Versehen löschen und es wird auch nicht mehr überschrieben, sondern es bleibt als Beweis natürlich vorhanden. Also ganz, ganz toll, liebe Zuschauer, Sie bekommen hier eine ganz tolle Dashcam, die eben ihr
Unfallzeuge sein kann im Notfall oder wunderschöne Aufnahmen macht. Die jetzt bestellen für nur 94,91 €, dürfen Sie es bestellen. NX4216 und die 569. Es wird immer wichtiger und es ist natürlich schön, wenn Sie so ein Sicherheitsmerkmal im Auto haben, denn Sie werden sich sicherer fühlen.